Ein neues Video, meine Lieben, ein neues Update zum Thema Are You the One Reality Stars in Love? Und heute sprechen wir nochmal über Nadja, denn die hat eine relativ lange Instagram-Story gemacht. Ich habe die aber runtergeschnitten auf, ich sag mal, wenige Minuten in Anführungsstrichen. Also ich habe es um die Hälfte gekürzt. Ich habe einfach bestimmte Themen nicht mit reingenommen. Wenn ihr die Themen aber natürlich wissen wollt, dann könnt ihr bei ihrem Instagram-Kanal gerne vorbeischauen, denn da wird die wahrscheinlich alle Sachen abgespeichert haben. Ich habe mich auf drei Themen konzentriert. Das ist einmal quasi eine Abrechnung mit Nicola. Ne, da gab es viel Drama. Wir hatten ja diese Fake-Geschichte auch und dann ging es nochmal um Gabriella und nochmal um Lars und alle anderen Themen habe ich gekickt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich wollte so ein ganz klein wenig auf den Punkt kommen. Ich weiß, die Videolänge wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein, aber ich will ja auch die Themen ein bisschen einordnen und irgendwie habe ich eh das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, so thematisch würde ich sagen, drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Ne? Deswegen finde ich es irgendwie auch langsam so ein bisschen langatmig, ein bisschen langweilig. Die Themen gerade von Nadja natürlich nicht, weil sonst würde ich jetzt gerade nicht ein Video drüber machen, aber ist mir irgendwie so aufgefallen. Ich bin in jedem Fall gespannt auf euer Feedback. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich bin gespannt, was Nadja zu sagen hat. Also ich sage euch ehrlich, es war vor Ort wirklich anstrengend und schwierig, weil ihr müsst so sehen, im normalen Leben würde man ja so einer Person aus dem Weg gehen. Wir waren einfach in der Villa, gefangen in dem Sinn. Wir konnten uns nicht aus dem Weg gehen. Man wurde jeden Tag konfrontiert und es war schon schwierig irgendwie, muss ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, umso länger ich in der Villa war und seine Art und Weise da drin, wie er mit den Frauen umgangen ist und wie er immer die Schuld bei anderen sucht, auch in gewissen Situationen, wo ich gleich nochmal drauf eingehe, allgemein über sein Verhalten dort, das war halt irgendwie nicht der Nico, den ich zu Hause kennengelernt habe. Und ja, irgendwie habe ich da auch, wie ich das auch im Pool oder an dem Pool gesagt habe, dass umso mehr ich das sehe, dass ich da voll den halt Upturn drauf kriege, habe ich das auch, um ehrlich zu sein, so gemeint, ja. Ich kann die Gedanken schon so ein bisschen nachvollziehen, bin ich ehrlich. Ich glaube einfach, die haben sich, ich will nicht sagen, dass sie sich nicht richtig kennengelernt haben. Ne? Das kann man natürlich schlechter als Außenstehender beurteilen. Ich glaube aber, in dem Rahmen einer Show, genauso wie als Beispiel in einem Urlaub, wobei ich schon nochmal einen Unterschied machen würde zwischen Urlaub und einer Show, lernt man sich irgendwie nochmal auf einem komplett anderen Level kennen. Ja? Beide haben natürlich im Vorfeld irgendwie eine Absprache getroffen. Die Absprache hat irgendwie nicht gehalten. Deswegen ging ja dann irgendwie das Theater erst richtig los. Und ich finde schon, man kann sich ein klein wenig aus dem Weg gehen. Das ist natürlich nicht komplett, ne? In der Realität kann man natürlich schon irgendwie sagen, pass auf, ruf mich nicht mehr an, ich will dich nicht mehr sehen. Es geht natürlich in so einer Show nicht, weil die Person da halt immer mit rumläuft. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch noch, ich weiß, kriege ich bestimmt Ärger, es liegt vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen am Alter, weil beide sind natürlich auch relativ schnell von irgendwie von 0 auf 100 und die Themen ändern sich ja irgendwie auch jeden Tag. Ne? Am Anfang darf man mit anderen rummachen, dann ist es aber irgendwie wieder ein Problem. Gerade auch bei Nicola in der vergangenen Folge hatten wir irgendwie das komische Thema mit der Exklusivität von Laura, die ihn ja eigentlich aber auch nicht mehr haben wollte, weil sie ja nicht irgendwie die Number One bei ihm am Anfang war, was ich auch total verstehen kann. Und wir alle wissen natürlich auch, die Exklusivität wird auch bei Nicola nicht lang halten. Also ich möchte da unterm Strich einfach sagen, dass ich glaube, die jungen Leute ja einfach in ihren Vorstellungen und in ihren Annahmen relativ flexibel sind und deswegen auch diese Streitigkeiten entstehen und man dann irgendwie auch den Eindruck hat, okay, ich habe diese Person irgendwie auch nie richtig kennengelernt. Ja, ich finde, die Umstände sind auch schon einfach mal noch anders als halt in der Realität. Das darf man natürlich auch nicht vergessen an dieser Stelle. So, und dann kommen wir genau zu dieser Situation. Ich war zum Beispiel am Poolrand und Tara hat mir halt die Situation erklärt und habe ich gesagt, du, ich gehe rein, ich sag was, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit Tara sehr gut verstanden und mit Laura Blond. Und dann habe ich das Gespräch halt nur so am Rande mitbekommen und dachte mir halt einfach nur so, kann man auf 5 Hochzeiten tanzen, Frauen kennenlernen, alles schön und gut, aber so mit den Gefühlen von den Frauen zu spielen, fand ich halt einfach nicht cool. Und gerade Laura war zu dem Zeitpunkt halt voll meine Bezugsperson und dann dachte ich mir so, bevor ich die jetzt da ins Verderben rennen lasse, drücke ich es halt mal raus. Und ich meine, ich glaube, durch die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, hat man schon gesehen, ich war natürlich verletzt von ihm. Und ja, ich sage euch ehrlich, ich habe mir einfach nichts gefallen lassen. Natürlich war es ein Bibi-Move, aber
Ich habe ja nur die Wahrheit ausgesprochen, oder? Das meinte ich vorhin einleiten mit, wir drehen uns irgendwie thematisch immer im Kreis. Also ich habe dann auch irgendwie nicht so richtig verstanden, warum die Nadja dann irgendwie doch so verletzt war. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die Thematik überhaupt so aufploppte, weil ich erkläre es nochmal aus meiner Wahrnehmung, basierend auf den Dingen, die ich irgendwie so mitbekommen habe. Ja, die beiden hatten im Vorfeld eine Kennenlernphase, beide mochten sich und haben aber irgendwie diese Anfrage für die Show bekommen und haben dann die Geschichte quasi für den Moment auf Eis gelegt. Ist okay, kann man machen. So, dann gehen die da rein, beide machen irgendwie mit anderen rum und dann geht in Anführungsstrichen die Bombe hoch und die Bindung, die irgendwie noch ein klein wenig da war, ist vollkommen vorbei. Ob nach diesem Theater der Nicola nun irgendwie, keine Ahnung, mit Laura Blond da irgendwie rummacht oder eine Exklusivität aushandelt oder mit Tara eigentlich in den Pool gehen wollte und er hatte irgendwie auch schon an Tara ja im Vorfeld Interesse und dann aber irgendwie nicht mehr, weil er wieder bei Nadja war, finde ich ja eigentlich in dem Moment total irrelevant, weil die Fronten waren ja eigentlich geklärt. Und die Nadja, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, war doch auch wenig später schon wieder bei Lars irgendwie am Rumhängen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich dann mal so, okay, man redet immer von verletzt, aber auf welcher Grundlage denn? Also ich meine, am Ende haben beide, ich weiß, Gefühle kann man oft nicht erklären, aber am Ende des Tages haben beide Dinge gemacht, die sie eigentlich dem anderen vorgehalten haben. Okay, Nicola hat es vielleicht nicht so krass vorgehalten, aber ich denke mir immer so, sag mal, verstehe ich nicht. Also ich habe ihn ja vorher auf einem Event kennengelernt, wir haben uns voll gut verstanden, wir hatten auch ein bisschen Kontakt da danach. Er hat mir auch mal seine Adresse random geschickt, so ich soll vorbeikommen, bin ich aber nicht. Das war auch so in der Anfangszeit von Nico. Wir hatten eigentlich so einen echt guten Vibe, sonst wären wir auch nicht am zweiten Tag im Pool gelandet. Ich habe mich gut mit ihm verstanden. Ich war ja trotzdem offen den Männern gegenüber. Also ich habe das Spiel in keinster Weise beeinflusst. Da kann jeder sagen, was er möchte. Es ist einfach Fakt gewesen. Ich war jedem gegenüber offen, habe das Spiel gespielt und habe mich da auch nicht drauf versteift. Natürlich konnte ich dann seine Reaktion zu einem gewissen Teil nachvollziehen, als die Sache rauskam, weil er natürlich auch mit Nico befreundet ist, also ist alles nur tutti completi, verstehe ich. Was ich aber nicht verstehen kann. Er hat es mit meinem Opa mitbekommen, die Leute vor Ort wussten das auch, dass ich halt eine Situation zu Hause hatte, wo mich auch in dieser Zeit sehr beschäftigt hat. Und er hat mir sein aufrichtiges Beileid ausgesprochen und ich öffne 2 Minuten später Instagram und sehe Stories, wo er über mich macht, nachdem wir eigentlich die ganze Zeit cool miteinander waren. Und ich finde es einfach sowas von charakterlos von ihm und ehrenlos, wirklich ekelhaft. Sucht das Gespräch normal zu mir, aber macht nicht so einen Move, so auf Biegen und Brechen gerade und auf Krampf irgendeinen Streit anzufangen und anzuzetteln, finde ich einfach absolut peinlich und unmännlich, sage ich euch ganz ehrlich. Und das hat für mich einfach seinen Charakter zeigt und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man so persönliche, ich sage jetzt mal irgendwie Erlebnisse und in dem Fall auch traurige Erlebnisse oder Ereignisse mit reinbringt, weil wenn ich als Beispiel mit jemandem, ich sag mal, ein Problem habe oder wenn ich irgendwie Stellung beziehen möchte, weil es irgendeine Thematik gibt, wo ich sage, okay, die finde ich falsch, dann sehe ich da nicht unbedingt einen Zusammenhang. Ja, natürlich sollte man irgendwie schon so drauf achten, im besten Fall, wenn man Bock darauf hat, wann man irgendwie darüber spricht. Aber ich finde, das eine ist irgendwie Beileid aussprechen. Das finde ich halt einfach was mit Respekt zu tun. Und das andere ist irgendwie Stellung zu beziehen. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe es nur doppelt angehört, in welchem zeitlichen Ablauf das irgendwie gewesen ist. Ja, weil sie sagt ja irgendwie, wir waren eigentlich cool miteinander, als wir rauskamen. Und dann aber irgendwie nicht, wo ich immer so denke, ja, okay, gut. Cool miteinander war sie ja auch irgendwie mit Laura. Also mit Laura war sie am Anfang nicht cool, dann waren die beiden cool miteinander. Danach waren sie irgendwie nicht cool miteinander und dann irgendwie wieder cool miteinander. Also ich möchte damit sagen, dass die Bindungen miteinander ja auch immer relativ flexibel sind. Und ich habe Lars auch nicht als jemanden wahrgenommen, der irgendwie so richtig krass Stimmung macht. Auch gerade irgendwie nicht wegen der Ausstrahlung. Es ging einmal noch irgendwie um diese Thematik Bedrängung und so, ne? Aber ja, ich finde es immer, weiß ich nicht, habe ja schon mal mit euch darüber gesprochen. Ich finde, man sollte da keine persönlichen Dinge irgendwie, die man erlebt hat, mit irgendwelchen Statements von anderen vermischen, weil
man damit ja irgendwie den anderen so ein bisschen die Position absprechen möchte. So nach dem Motto, okay, mir ging es gerade nicht gut, mir ging es gerade irgendwie schlecht und deswegen dürfen andere sich nicht dazu äußern, weil ich irgendwie finde, dass wenn man nicht wirklich offen und transparent kommuniziert und wenn man als Beispiel jetzt auch keine Social-Media-Pause ankündigt, weil man gerade irgendwelche Probleme zu Hause hat, die man längerfristig regeln will und sich deswegen quasi vom Diskurs entfernt, kann man ja irgendwie nicht erwarten, dass außenstehende Personen auch in ihrem Leben und in dem, was sie öffentlich teilen, rund um eine Show oder rund um irgendwelche Themen auf Pause drücken, weil sie ja gar nicht ahnen können, wie gut oder wie schlecht in Anführungsstrichen es einer anderen Person geht. Ich finde, das hat so ein bisschen was mit, weiß ich, ich will jetzt nicht sagen Schuldumkehr. Schuldumkehr ist das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, man möchte den anderen dann irgendwie schlechter dastehen lassen, also vielleicht auch ohnehin schon, obwohl der ja gar keinen Plan von den Befindlichkeiten der anderen Personen so im Detail haben könnte. Also natürlich haben die drüber gesprochen, angeblich, aber wie intensiv drüber gesprochen wurde, weiß ich an dieser Stelle nicht. Und dass er da immer bei den Lästereien so vorne dabei ist, zeigt mir einfach, wie wenig Selbstbewusstsein er hat, weil er muss immer sich in so Grüppchen zusammenschließen. Er kann nur in einer Gruppe auf eine Person losgehen. Er ist nicht manns genug, alleine das Gespräch zu mir zu suchen und mit mir selber zu reden. Nein, er muss immer dieses Grüppchen bilden und als Gruppe auf eine Person losgehen. Immer so zusammen sind wir stark. Also, ich weiß nicht, ich habe nie irgendjemanden braucht, jemanden anzusprechen, wenn ich ein Problem mit jemandem hatte, wo die Sache mit Nico war, bin ich alleine auf ihn zugegangen und habe das einfach random gemacht, ja. Als ich da dann diesen Häufchen da auf diesem Schiffle gesehen habe mit Mark Robin, Tim und ihm, bin ich auch einfach nur eigentlich normal hingegangen, weil ich bin auch kein Fan irgendwie von nachtragendem Stress oder ewig auf einer Situation rumreiten oder was auch immer, habe eigentlich nur locker das Gespräch gesucht, aber er dann gleich wieder mit seiner abwertigen Aussage, so, du versuchst auch bei jedem. Ich weiß schon im Kern, was sie meint, aber wenn wir einfach mal über diese Streitsituation sprechen, die einfach mit Lars entstanden ist, in dieser Gruppe von den Männern, wovon sie ja auch spricht, dann war das ja ein Moment, der zufällig entstanden ist. Ja, es war ja eben nicht die Situation, wie sie das quasi schildert. Nadja stand irgendwo und dann kam er an mit mehreren Leuten und hat sie irgendwie mit irgendeiner Thematik konfrontiert und dann haben die anderen quasi ihn supportet, sondern er war da mit den anderen und dann ist er einfach ja relativ spontan, wenn man von spontan sprechen kann, bei Streitgesprächen ist relativ spontan ein Streitgespräch entstanden. Ja, und Lars ist natürlich irgendwie jemand, der sich eher in der Gruppe aufhält, weil er nicht irgendwie alleine rumhängt, wie übrigens viele andere auch. Also ich meine, Nadja spricht ja auch viel mit zum Beispiel Laura Blond über irgendwelche Themen, ne? Sieht man auch vor der Kamera. Aber ja, ich weiß auch, sie geht alleine zu Nicola, wenn sie ein Gespräch sucht. Aber wenn durch Zufall ein Gespräch entsteht oder irgendwie auch ein Streitgespräch wie in der Sendung, dann kann man das irgendwie nicht der anderen Person vorwerfen und sagen, ja, der spricht aber nicht alleine mit dir oder mit mir. Ja, er hätte wahrscheinlich alleine mit ihr gesprochen, wenn es irgendwie in dieser Konstellation entstanden wäre. Ist es aber nicht, ja. Wenn ich hier einen Freund sitzen habe und hier auch ein Freund und dann läuft Nadja vorbei und wir sprechen über irgendeine Thematik und dann entsteht dadurch ein Streit durch eine Thematik, die wir schon Tage vorher hatten und ich das ausdiskutiere hier gerade in dem Moment, wo das Gespräch entstanden ist, dann kann man mir ja nicht vorwerfen, dass ich nicht hingegangen bin und quasi ein Einzelgespräch gesucht habe, weil ich ja gar nicht ahnen konnte, dass in diesem Moment dieses Gespräch entsteht. Wisst ihr, was ich meine? Hier habe ich es so ausgedrückt, dass man es versteht? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Also, für mich ist erstmal grundlegend Freundschaft ein sehr großes Wort. Freundschaft bedeutet für mich, eine langjährige Freundin zu sein, mit der ich viel durchlebt habe, wo ich weiß, das ist eine Freundin, auf die ich mich in allen Situationen verlassen kann. Für mich war Gabby eine Bekannte. Wir haben uns auf einem Event gesehen, wir hatten ein bisschen Kontakt, aber für mich zählt das nicht gleich als Freundin. Also, wenn ich das jetzt mal so hochrechne, dann müsste ich aber dann viele Freundinnen haben. Und ich bin halt eher so, ich habe einen kleinen Kreis, das sind aber Mädels, die ich schon gefühlt mein ganzes Leben lang kenne. Das sind für mich Freundschaften, die sich über Jahre, wirklich über Jahre hinweg bewahrt haben. Das ist für mich Freundschaft. Trotzdem war ich dankbar, dass ich sie in den ersten Tagen hatte und dass sie mir da auch so in meinen, ja, traurigen Times dort vor Ort zur Seite stand.
Man muss aber einfach sagen, ich bin Gabby ein bisschen grundlegend verschieden. Die Gabby ist jemand, die möchte es jedem gerne recht machen. Die kann das auch, glaube ich, gar nicht haben, wenn es da irgendwie Beef gibt. So genau Tag 2, bestes Beispiel. Jenny hat uns ja direkt als beleidigt. Die Gabby ist da ein sehr emotionaler Mensch direkt gewesen und hat da direkt das Gespräch gesucht und war da ganz aufgelöst. Sowas bin ich halt nicht, weil das sind dann auch so Mädels, mit denen will ich mich dann auch gar nicht verstehen, weil, also wenn eine Kommunikation nur auf solchen tollen Wörtern basiert und ich mich erst das beleidigen lassen muss und jemanden im Gespräch gesehen hat, sie hat sich ja nicht mal entschuldigt bei ihr. Ja, sowas kann ich halt einfach nicht haben und sowas bin ich auch nicht. Ich bin einfach so ein Mensch, entweder es vibet mit einer Frau oder mit einer anderen Person oder halt nicht. Man kann das halt auf biegen und brechen und ich bin auch niemand, der es jedem recht machen möchte und will und kann. Also ich würde ihr tatsächlich zustimmen. Ich finde auch diese Freunde-Thematik hat sie eigentlich wirklich irgendwie gut erklärt. Ne? Also es wird ja ganz oft die Formulierung, die sind Freunde, das ist meine Freundin verwendet, die Leute kennen sich irgendwie 3 Tage oder eine Woche oder weiß ich nicht, 2 Wochen. Vielleicht ist irgendwie auch dieser Begriff Freundschaft relativ flexibel in der Bedeutung geworden. Für mich ist eine Freundschaft genauso, wie Nadja beschrieben hat, eine Bindung, die ich mit jemandem schon länger habe, über ein paar Jahre, es muss jetzt auch nicht Ewigkeiten sein, ne? Aber nicht irgendwie einmal eine Woche in einem Format gewesen, ich meine, war ich eh nicht oder irgendwie auf einem Event getroffen, es gibt super viele Leute, die ich auf einem Event treffe, die ich regelmäßig treffe, mit denen ich irgendwie, ja, auch einen guten Abend dann habe oder einen guten Tag verbringe, aber das sind irgendwie auch keine Freunde, ja. Freunde sind für mich Menschen, die mich wirklich im Alltag begleiten und damit meine ich regelmäßig und nicht unbedingt täglich, aber schon jede Woche. Das sind für mich Freunde und von daher verstehe ich den Punkt auf jeden Fall bei ihr, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin. Also ich finde auch so, wenn man irgendwie sagt, ja, eine Person möchte irgendwie jedem gefallen, also ich finde, man muss auch da unterscheiden. Ja, es gibt Leute, die, ich glaube, nennt man People Please, ne? Die wollen irgendwie jedem gefallen, das finde ich irgendwie auch anstrengend, ne? Weil man dann natürlich irgendwie aus seinem eigenen Standpunkt immer relativ schnell wegrutscht, aber es gibt auch noch einen Unterschied bei Leuten, die vielleicht auch einfach keinen Streit haben wollen. Ich habe auch kein Problem mit Konfro, wenn es irgendwie nötig ist, aber ich würde sagen, ich bin schon eigentlich ein Mensch, der harmoniebedürftig ist. Natürlich nicht um jeden Preis, ne? Also ich würde mich auch nicht verbiegen für die Harmonie, aber da würde ich auf jeden Fall mal so einen Unterschied machen, weil jeden Menschen, der irgendwie Bock auf Harmonie hat, quasi als jemanden zu bezeichnen, der allen Leuten gefallen würde, finde ich falsch. Das finde ich einfach falsch. Und bei diesem Thema, ich sage jetzt mal, Beleidigungen oder Schimpfwörter oder, keine Ahnung, generell unanständige Wörter, haben wir vor ein paar Tagen schon besprochen, ne? Da hat ja Nadja auch, ich glaube, es war es über Jenny, ne? Da hat doch Nadja auch irgendwie eine Story gemacht, wo ich drauf reacted hatte, wo ich darüber berichtet hatte und da hat sie ja auch wieder irgendeine Formulierung verwendet, die sie hier eigentlich gerade kritisiert. Also da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass entweder man ist irgendwie für Schimpfwörter in Anführungsstrichen oder man ist nicht dafür, aber wenn man selber mal eine Beleidigung raushaut, dann sollte man vielleicht nicht mal mit dem erhobenen, weiß ich nicht, Zeigefinger durchs Leben gehen und sagen, die hat das gesagt, das geht gar nicht, wenn man irgendwie ein paar Tage vorher einen ähnlichen Spruch gedrückt hat, ne? Ihr Lieben, könnt ihr euch mal alle hinter die, wie sagt man, hinter die Ohren schreiben? Sagt man das? Ja, hinter die Ohren schreiben. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass sie irgendwie das Gespräch nochmal zu mir sucht oder man irgendwie nochmal drüber sprechen kann, aber irgendwie kam das nicht zustande. Ich kann euch aber auch gar nicht mal sagen, wieso, weshalb, warum und selbst wenn, dürfte ich es nicht mal sagen, glaube ich. Was natürlich der aktuelle Stand ist zwischen mir und ihr, darf ich euch ebenfalls nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass im Nachgang auch so viel passiert ist. Also ja, die Wiedersehen-Show kommt ja auch noch. Von daher, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es wird noch so viel rauskommen. Und wie auch immer, die neuen Folgen kommen ja auch schon wieder übermorgen raus. Und ja, Stress, Drama, Romantik etc. wird auf jeden Fall die nächste Runde geben. Deswegen schaltet ein und bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich finde, das ist eigentlich ja auch ein treffendes Beispiel, ne? Es gibt manchmal Leute, mit denen kann man irgendwie, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und wenn man dann irgendwie ein Thema hat, wie gerade hier bei Nadja und Gabby, dann würde ich irgendwie auch manchmal sagen, da muss man auch die Themen irgendwie nicht ausdiskutieren. Man kann auch manchmal sagen, vielleicht, okay, war blöd, war übertrieben oder wie auch immer, oder man geht sich aus dem Weg oder man spricht einfach nur da miteinander, wenn es irgendwie die Situation erfordert.
Das gibt es ja manchmal und mehr aber irgendwie auch nicht, ne? Und ich glaube, das ist eigentlich ein Weg, den vielleicht viele einschlagen sollten, weil man hat ja irgendwie oft das Gefühl, es gibt nur, entweder wir sind richtig eng oder wir sind irgendwie Feinde und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und ich finde aber, es gibt eigentlich richtig viel dazwischen, ne? Nämlich auch einfach einen lockeren Kontakt mit Leuten, wo man vielleicht sagt, okay, mit denen werde ich nie richtig eng, habe ich auch manchmal, aber mit denen bin ich auch nicht mega Feind und fertig. Man muss auch nicht immer alle Themen ausdiskutieren, weil dadurch entsteht manchmal noch viel mehr Dynamik, dann ist man irgendwie total genervt, vor allem gerade von den Menschen, wenn man ja schon irgendwie sagt, ja, ich kann mit der Person eh nicht so richtig und von daher bin ich mal gespannt, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie die Nikola-Geschichte weitergeht. Ich meine, morgen kommen ja wieder neue, also okay, eigentlich Mitternacht, aber Mitternacht kommen wieder die neuen Folgen und ich würde mal sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir die Geschichte mit Nikola noch nicht 100% beerdigt haben. Bei Lars bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, aber aus dem einfachen Grund, weil ich in diesen 8 Folgen, die schon gelaufen sind, einfach regelmäßig Menschen erlebt habe, die relativ schnell wieder ihre Meinung ändern. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man keine anderen Themen hat. Hat ja Tara, glaube ich, mal gesagt, ein Tag kommt denen vor wie 3 Tage. Und deswegen hat man auch immer diese Schwankungen von Ansichten und keine Ahnung was. Warum man die Schwankungen im Alltag hat und dann in der Instagram-Story Sachen kritisiert, die man aber selber gemacht hat vor einer Woche, das verstehe ich dann nicht. Aber dem Thema werden wir vielleicht auch irgendwann mal noch auf den Grund gehen. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Ich bin am Ende. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.